Hallo liebe Leute, hier ist Christian von Christians How to Plays, der mit dem Hut. Ich begrüße euch zu Rammstein und Haifisch. Wir machen hier den Chorus-Teil jetzt an der Gitarre. Rammstein ist ja dafür bekannt, nicht ganz so schwer zu spielen, aber man muss auf jeden Fall tight spielen. Die Gitarre ist dafür auf Drop D, das heißt die oberste Seite wird zwei Halbtöne tiefer gestimmt, ja, auf ein D. Das müsst ihr jetzt auf jeden Fall beachten. Ja, könnt ihr jetzt mal eben das Video vielleicht pausieren, eure Gitarre runterstimmen oder vielleicht habt ihr die ja schon auf Drop D. So, wir gehen jetzt rein. 90 Sekunden Speed-Tutorial von Rammstein. Hier ist meine geile Eieruhr, ihr kennt sie schon und es geht los. Also, wir gehen auf den zweiten Bund auf die E-Seite und greifen hier über die E-Seite, die A-Seite und die D-Seite, dass wir hier... Ja. Wäre jetzt eigentlich ein E, aber... Ja, schön ein gedropptes E. Klingt richtig schön tief und geil. So. Dieses E spielen wir jetzt über zwei Takte, einfach erstmal als Viertel. Dann gehen wir mit einem Rockakkord auf den zweiten Bund auf die H-Seite. Ja, hier. Da haben wir auch dann ein H-Seite, A-Seite, H-Seite. So. Spielen das dann für einen Takt viermal. Ja, Zeigefinger 2, Ringfinger 4, kleiner Finger 4 hier. Und dann spielen wir ein A, also entweder so oder so, ne? 0 auf der A-Seite, 2 auf der D, 2 auf der G und spielen das dann auch viermal. Und dann wieder oben die 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann auf das H. 1, 2, 3, 4. Dann auf das A. 1, 2, 3, 4. Ihr könnt aber auch, wenn ihr es noch ein bisschen derber haben wollt und tiefer, dann könnt ihr runter, anstatt auf das H hier, könnt ihr hier auf die 9. Und dann auf die 7 auf die E-Seite als gedroppt. So, und wenn ihr es noch ein bisschen ausschmücken wollt, dann macht ihr noch. Dass ihr noch einmal kurz immer so bidum, bidum, bidum zieht und da haben wir die 90 Sekunden um. Ja, ich hoffe, ihr habt das jetzt schnell umgesetzt, konntet das schnell lernen. Ja, ich wünsche euch alles, alles Gute. Kommt auf meiner Homepage vorbei, christianshowtoplays.de. Da findet ihr viele, viele andere Lessons. Liked meine Facebook-Seite, da bleibt ihr auch auf dem Laufenden. Und wenn ihr bei YouTube hier auf Abonnieren klickt, dann habt ihr auch immer meine neuesten Videos in der Abo-Box. Ja, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Video von mir, Christian von Christians How to Plays, der mit dem Hut. Ciao, ciao.